Eine neue Energiequelle wurde entdeckt. Das klingt so, als würde man in Ihrem Garten eine neue Ölquelle entdecken und Sie würden davon profitieren. Das war natürlich eine unserer wichtigsten Fragen, die wir Ellen Holcomb gestellt haben. Hier ist Ihre Antwort. Yes, that's exactly right. It's an entirely new source of energy. Wenn man an Energiequelle denkt, dann denkt man automatisch an Windräder, an Photovoltaik. Vielleicht denkt man auch an Energieträger wie zum Beispiel Gas, Öl, Kohle oder Atomkraft, Uran. Aber an Eisen, das denkt doch keiner. Wir haben uns natürlich dieselbe Frage gestellt, wie funktioniert denn so ein Generator? Und inzwischen wissen wir das auch, haben wir auch schon erklärt, hinreichend. Der Generator selbst arbeitet mit elektrischem Strom. Unser Messingenieur hat heute bestätigt, dass tatsächlich mehr Energie aus dem Generator herauskommt, als er selbst zum Betrieb benötigt. Also in gewisser Weise ähnelt es einem Perpetuum mobile. Dadurch kann er nicht nur als Kraftwerk bezeichnet werden, sondern als neue Energiequelle. Das ist wunderbar. Und das war auch eine der wichtigsten Interviewfragen. Und Ellen Holcomb hat uns das ausführlich beantwortet. Das Interview, das wird ein Extra-Video. Schaut euch jetzt erstmal den Rundgang an, den wir begonnen haben in dem legendären Museum der Holcombs. Wunderbare technische Meisterleistungen stehen da rum. Sie hat uns alles erklärt und ich zeige euch zwischendurch, da halte ich den Film immer mal an, zeige euch dann, was wir gesehen haben und erkläre ein bisschen was. Los geht's. 6, 7, 8, these are the rotor laminates. So, if you put, forget how many we used, 1400, I think, together, and you press them, and you dip them, and you bake them, and then you wind them in copper wire, this is what you get. And this, we got beautiful results off of this, but it was still a rotating armature. Now, an earlier iteration of this is that out there. See those stators out there? Those are stator. This is a stator, and this is a stator. This is from 2011 to 2012. Again, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. We were shielding everything with new metal back then, and we were cutting. These are copper wires here. Again, cut with water jet. Before we started winding them, you know, ourselves. And that's what you have in here. We have actual, you know, copper coils. We were using copper coils here to wind these. We build everything from raw metal, but from the frame, everything, from raw metal on up. So all of these are rotary units, right? They have a rotating armature. Gleich zu Beginn führt uns Ellen Holcomb durch ihr sogenanntes Museum. War sehr beeindruckend, muss ich sagen. Dort wurden all die Vorgängermodelle, die Entwicklungsstufen ausgestellt. Entwicklung, die über 19 Jahre dauerten. Und gleich zu Beginn sahen wir die Kolosse, die damals noch hergestellt wurden, aus schwerem Metall und alles von Hand gefertigt, von Scratch an, kann man sagen. Und natürlich funktionierten sie alle, aber sie wurden allesamt noch mit Elektromotoren angetrieben und das konnte nicht Sinn der Entwicklung sein. Und so wurde auf diese Erkenntnis dann später neu nachgedacht, neu entwickelt. Und jetzt wird sie sich gleich umdrehen und zu den sogenannten Solid-State-Generatoren kommen, die ersten, die sie erfunden haben. If you turn the corner, we're in solid state. When this was starting in 2017, we had a 60 kilowatt generator sitting up on the shelf. It was this generator. And Robert said, take that off the shelf. That's going to be our very first solid state generator. And we said, really? And he said, yes, that's our very first one. He took the rotor out and he replaced it. This is one of our first solid state rotors we built right here. He replaced it with a solid state rotor and a computer excitation system, a cabinet with a super, super fast computer system that we actually got out of Austria. That's where we got our computer system. It was out of Austria. It was a bottling factory.
And the bottles would go by like a blur, like brrr, you just saw these bottles going by. So it had a really, really fast computer system. And that's what we used to wind, to do that, the computer actuated north and south magnetic poles. Da begann also die Zeit der Solid-State-Generatoren, wo Robert Holcomb gesagt hat, hey, wir können die produzieren, wir brauchen eigentlich nur welche aus dem Regal vom Supermarkt oder was sonst wo kaufen. Und dann nehmen wir einfach den Rotor raus, bauen den um und erregen sozusagen den Stator nur noch mit einem sehr schnellen Computersystem, der das Magnetfeld im Kreis dreht. Mit sogenannten Solid-State-Relays, die dann von einem Computer angesteuert werden. Sehr authentisch und sehr überzeugend. Hier zeigt sie nochmal mit der Hand auf so einen neu konstruierten Rotor, der ja jetzt eigentlich nur noch ein Stator ist und da fest drin hängt. And these were some of the relays that we started out with. In the beginning we were building our own relays. And it was very, very cumbersome. And then eventually we realized, oh, wait a minute, we can actually purchase relays off the shelf. And that's what we started doing. These are some of the relays, Krylon relays that we purchased off the shelf. We didn't have to build them anymore by hand. You just spent thousands. Yeah. But they're expensive, right? And they break down all the time. Sie hätten das vermutlich auch so weiter betrieben, wenn nicht diese Relays ständig ausgefallen wären. Die konnten einfach mit der Geschwindigkeit nicht ständig geschaltet werden und die brannten dann irgendwann durch und fielen aus. Und das zwang sie dann natürlich zu völlig neuen Überlegungen. Wie können wir das Ganze ohne diese Relays machen? But remember, I told you, after he built those, he said, why should I be confined to a rotor just on the inside of that stator cavity? I'm going to build it from the ground up with a double-sided stator, right? So that gives me a rotor on the inside and a rotor on the outside. And these are the laminates for that. So this is a rotor laminate. Dann kam die nächste Ausbaustufe, wo sich Robert Holcomb überlegt hat, die Leistung zu verdoppeln, indem er Rotor-Stator gebaut hat. Und heraus kam diese Geometrie, die wir hier an der Wand sehen. Wunderbare Elektrobleche, wo dann die Spulen durchgezogen wurden. This is a stator and it had an inner stator and an outer stator. See the slots? Yep. And this is the outer rotor. And this is Johnny Cash and this is June Carter Cash. This is the MOSFET relays for the excitation control. And when you put 1,040 of them together and you wind them and you dip and bake them, this is what you come out with. This is Johnny Cash right here. This is what it looked like. Those are the laminates, and this is what it looked like when it was wound. That got Robert thinking, wait a minute, I can just keep building out. And that's what he did right here. So if you look here, outer stator, inner rotor, outer stator, and outer rotor. And I'm going to show, we built this. It's about 250 kilowatts, about a quarter of a megawatt. We actually built this, but it still needed the relays. It still needed that very fast computer system with the relays. It's expensive. Das wurde dann immer weiter gesteigert und dieses Monster haben die tatsächlich gebaut. Aber sie brauchten immer noch diese Relays und diese Computersysteme. 2021, Robert loves to dance. He loves music. You can see all of our generators. And yeah. Everything that we build are named for music. People, yeah. Yeah, so we have Frank Sinatra, yeah. Eva Cassidy, Willie and Waylon. Yeah. This was Johnny Cash, June Carter Cash. Jetzt kommt etwas, was mich wirklich sehr erstaunt hat und was mich auch sehr froh macht. Denn es wird erklärt, wie kam Robert Holcomb auf die Idee, die ganze Geschichte ohne Relays zu bauen. Schaut genau hin. Robert loves to dance, and he loves to ballroom dance.
And around 2021, he was in the, he was at a party, a practice party. And he was, hello. He was dancing with this beautiful girl, his beautiful teacher. And she had a long ponytail, a long black ponytail. Her name was Millie, Milagros. She was from Peru. And she was just playing with him, and she was swinging her ponytail around and around as they were dancing a waltz all around the floor. And all of a sudden, he was watching her hair going around and around, and he saw the north and south magnetic poles spinning. And he went, Millie, oh my God, I gotta stop. I figured it out. I have an idea. And the music stopped, and he sat down, and he invented the ILPG right there. Threw out the relays, threw out the computer system. He did it all with geometry. And that's what you have right here. So this is the Millie series. We named it the Millie series. That's her name, Milagros Laredo. She's one of the top dancers in the world. We actually made a video about this, and you can see them dancing together. So these are some of the different laminates. So this is from 100 kilowatt. This is from a 10 kilowatt. This little guy, I love this. This is from a little 3 or 5 kilowatt. This is the 40 kilowatt. Ja, das hat irgendwie etwas Heiliges. Also, wenn man die Natur beobachtet und dann gleichzeitig Parallelen sieht zu dem, was man forscht, dann ist es wahrscheinlich so wie jeder Erfinder, der Tag und Nacht in seinem Unterbewusstsein über seine Erfindung nachdenkt und letztendlich genau weiß. Und dann kommt der Klickpunkt, wo es dann heißt, jetzt habe ich die Lösung. Das ist wunderbar. Von der Natur abgeschaut, wie es funktioniert. Und es entstand der sogenannte ILPG, den wir heute haben und den wir jetzt auch produzieren können. And that's what we have running our building right now. So come on out here, and I'm going to show you the 40 kilowatt, what it looks like. Now, we use a motor housing for it. For this iteration, we're not going to need that motor housing anymore. But this is a 40 kilowatt inline power generator. It's connected to the input of the building. See, that's the input of the building right over there from Florida Power and Light. And let me just show you right here. The power input from Florida Power and Light is 16 kilowatts. The power output to the building is 30 kilowatts. And this is connected to the meter for Florida Power and Light, which is right here out on the outer, the outside of the building. Right here on the outside. So we connected our meter to the Florida Power and Light meter, so we have totally accurate readings. We know exactly what our power bill is every month, month after month. So that's the inline power generator. Am I forgetting anything, guys? That's the total that we're using, that the building is using. But here is what we're buying from Florida Power and Light. Ja, das ist großartig. Das haben wir tatsächlich gesehen und auch nachgemessen. Nachher haben wir noch einen kleineren ILPG gesehen mit 10 kW. Zeigen wir euch auch gleich, kommt gleich. Aber hier muss man doch ganz deutlich sagen, eine Halbierung des Strompreises aufgrund des ILPG, der da kurz nach dem Zähler angeschlossen wurde, das ist schon eine hohe Nummer. Und wenn man jetzt überlegt, es gibt ja durchaus Unternehmen und sicherlich auch Industrie, die mehrere 10.000, wenn nicht gar 100.000 Euro bezahlen an Strompreisen. Wenn man dessen Strompreis halbieren kann mit so einem ILPG, also die freuen sich ja ein Loch im Bauch. Also wir machen erstmal weiter. That's the input from Florida Power and Light. So about 16 kilowatts in, but the building is using 30. And that machine right there generates the difference. So cut your power bill in half. And gentlemen, this is really, really easy to manufacture. The genius is in the design. Mm-hmm. It's in the design. The manufacture is very straightforward. You see, we use electrical steel laminates. We have ours laser cut by CNC laser. Yeah. When you're in full production, you do it, you stamp it. Boom, boom, boom. It's much cheaper. Much faster. Of course, you have to build the tool and die. But once you do that,
That's about $250,000. Car by tooling. Yeah, yeah, you know what that is. About $250,000 investment. But once you have that, you can knock out those laminates and bring your costs way down. Mm-hmm. And then copper coils. Just wind the copper coils, that's it. Dip and bake. You need capacitors. We use capacitors. And that's pretty much it. Come on down here, and let me show you what we're doing down here, because this is really neat. Now this, what this shipping container is, that is to power the building 24/7 on the standalone. That was the original idea, was to power this, and we did do it. We did have it running on the standalone for a while, but we decided that a better demonstration was to have the ILPG running the building and have the standalone, you know, just in the middle of the floor. The other problem that we have with the standalone, these are lithium-ion batteries. And I think you guys all know the problem with lithium-ion batteries. They discharge faster than they charge. So the more load that you put on them, the more they heat. So that's been the issue with our standalone, has been the interface, the battery interface, and the inverters. And I'll talk about that a little bit more on it. Come on down. Natürlich werden sie den ILPG weiterentwickeln und das erklärte Ziel ist ja auch, einen sogenannten Standalone-Generator zu haben, der über Batterien gepuffert ist. Nur, das Ganze ist noch nicht serienreif, weil es noch keine passenden Batterien gibt. Das heißt, es gibt vielleicht welche, aber sie sind dermaßen unerschwinglich, dass man das also unmöglich im Markt irgendwie verkaufen kann. Hier wird man also noch an Lösungen bauen und basteln und knobeln. Aber ich bin ganz sicher, es wird gelingen, für den Markt ein Gerät zu entwickeln, das Standalone als Kraftwerk, als Quelle funktioniert. Okay. Hey, you're on. Oh, all I'm going to do is show you the F in, show you F out. Now, let me explain to you the noise that you're hearing right now. This is a 10 kilowatt ILPG. It doesn't make any noise. The noise you're hearing is the load. That's a motor load that we're running. Okay, so that's the noise. It's not the ILPG. Hier sind wir jetzt zu dieser Teststation gegangen, wo ein 10 Kilowatt ILPG Tag und Nacht läuft, 24 Stunden am Tag. Und wir durften da messen. Und das Geräusch im Hintergrund, das ist die Last, die man an diesen Generator angekoppelt hat. Das sind lauter Elektromotoren, die machen einen Wahnsinnslärm. Wir konnten uns schwer unterhalten. Aber messen konnten wir. So, I do each leg 1.93. 2.4, 2.4, yeah. And what's that, 2.5? All right, so that's going in there, into the inline power generator. And we've got three legs out. So you might want to film the actual reading. So, kilowatts is voltage times amps times power correction. That's it. Point seven. Tja, nicht schlecht, ne? 2 kW rein und 8 kW raus. Immerhin, also wir durften das messen an so einem kleinen ILPG. Es gibt noch andere Zeugnisse, andere Videos darüber, über viel größere Anlagen, wo genau dasselbe bestätigt wurde. Übrigens auch von der EVU, die mal gekommen ist und hat nachgemessen. Das hat alles seine Richtigkeit. Der ILPG funktioniert.